Hier ist wieder Tesla-Fan mit den Tesla-Fan-Nachrichten vom 15.12.2017. Heute wieder mit den drei Themenblöcken Tesla, andere Fahrzeuge und rund um die Elektromobilität. Als erstes möchte ich einen Hinweis geben. Und zwar bin ich jetzt dabei gewesen und habe die UK-Reise von uns fertig geschnitten und bringe jetzt täglich vor Weihnachten immer einzelne Episoden heraus. Ich habe mich dafür entschieden, dass die Filme so um die 20 Minuten immer lang sind, damit das eben nicht zu lange ist, wenn man sich das anschaut. Da drin sind immer kleine, spannende Geschichten, Hinweise und natürlich die tollen Bilder von unserer UK-Reise. Also geht heute los mit der ersten Folge. Schaut euch das an. Ich persönlich finde die Bilder super dort und auch super interessante Geschichten, die wir dort erlebt haben. Insgesamt ist das eben ein Roadmovie mit kleinen Stories. Schaut mal hin, ob euch das gefällt. Der Aufwand ist riesig, das alles zusammenzuschneiden. Aber dazu komme ich in meiner Zusammenfassung für das UK-Video, gebe ich dann noch ein Resümee, was es bedeutet, so ein Roadmovie zu machen und was das an Zeit auch beinhaltet. Und welche anderen Probleme man hat, auch das erzähle ich am Ende bei der letzten Folge von der UK-Reise. So, lasst uns aber anfangen mit den Tesla-Fan-News. Und hier habe ich als erstes, dass die Anzahl der angeforderten Teile von den Zulieferern auf 5000 Teile die Woche hochgeschraubt worden ist. Das bedeutet, wenn man ein Model 3 baut und ein Zulieferer seine Teile liefert, soll er für 5000 Einheiten die Teile liefern. Das ist jetzt die Anforderung. Ich denke mal, so ab Januar soll das losgehen. Das ließ darauf schließen, dass vielleicht sogar eine Anzahl von 5000 Fahrzeugen in der Woche gebaut werden könnten. Das wäre dann natürlich ein richtiges Ramp-up für den Model 3. Allgemein ist jetzt das ja auch raus, dass Model 3 Reservisten oder die Leute, die das reserviert haben, beigehen können und das Fahrzeug sich konfigurieren können. Einzelne Fahrzeuge werden schon ausgeliefert an Nicht-Werksangehörige. Also es geht los, größere Bestände stehen auf Plätzen, Parkplätzen mittlerweile, dass wirklich die Auslieferung startet. Ja, als zweites hat der Regulator in Nevada die Gigafactory überprüft. Das liegt daran, dass die Gigafactory Subventionen bekommt. Und der Regulator ist eben beigegangen und hat geprüft, ob die Gigafactory wirklich von der Kapazität her so weit ist, wie sie sein sollte und die Versprechen, die gemacht worden sind, eingehalten sind. Und da ist ein ganz klares Ja. Die Gigafactory ist voll im Zeitplan, was versprochen worden ist, ob das nun von der Aufbau der Produktionsanlagen ist oder ob das Einstellung von Personal ist, Produktionsmengen, alles wurde geprüft und der Regulator war sehr positiv und hat gesagt, ja, Tesla hält die Versprechen ein. Dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar ist das, ich hatte ja schon erzählt, die Auslieferung starten. Nun hat ein todkranker Mann in Amerika Tesla angeschrieben und hat gesagt, ja, er würde gerne das Fahrzeug so schnell wie möglich bekommen, da er nicht mehr viel Zeit hat. Und wie Tesla immer reagiert, haben sie spontan sofort ein Fahrzeug für ihn bereitgestellt und es ausgeliefert. Ich habe ja immer unten drin alle Links. Ich wollte davon kein Foto zeigen, aber ihr könnt euch natürlich diese Auslieferung, vom Prinzip her gibt es da Fotos und sowas in diesen Hinweisen, die ich unten drin habe, könnt ihr auf den Seiten finden und euch dann auch anschauen und im Detail durchlesen. Ja, dann kommen wir als nächstes zum Model X. Das Model X ist vom Magazin Forbes zum schönsten Auto des Jahres gewählt worden. Wieder mal eine Auszeichnung. Man kann sich dafür nicht viel kaufen, aber trotzdem kann ich das nur bestätigen. Ich bin am
Wochenende ein Model X Probe gefahren beim Tesla Day. Und ich muss auch sagen, ich bin ja am kleinsten skeptisch, ich fahre ja das Model S. Der fährt sich super, der X. Tolles Raumgefühl, man sitzt höher über der Straße, ein tolles Auto. Also ja, kann ich verstehen, dass das gewählt worden ist. Dann ein niederländischer Designer hat ein Kombi gebaut, oder nicht, hat er nicht gebaut, er hat ihn gemalt, also ein Bild davon erstellt, wie ein Kombi aussehen könnte. Schickes, schickes Auto. Also ihr seht das hier, also wirklich hübsch. Auch da gibt es natürlich unten in den Links, könnt ihr darüber mehr lesen im Detail. Das war in einer Zeitung. So, dann hat Pepsi 100 LKWs bestellt. Mittlerweile müsste Tesla 300, 400 Bestellungen von LKWs haben. Und 100 Stück ist schon eine große Anzahl. Allerdings ist natürlich für Pepsi, ich weiß nicht, wie viel 1000 Fahrzeuge die betreiben, ist das denn auch nur eine kleinere Menge. Nur die einzelnen Unternehmen möchten gerne das mal intensiv testen, ob die Fahrzeuge wirklich das halten, was sie versprechen. Und daher bestellen sie eben nicht ein Exemplar, sondern bestellen mehrere, um die Erfahrung dann zu sammeln. Und ja, wenn man jetzt bestellt, bekommt man dann auch mal ein. Ich denke, wenn umso später man bestellt, umso länger muss man warten, wie beim Model 3. Ja, vom Prinzip her war das schon wieder der erste Teil über Tesla. Wir kommen jetzt als nächstes zu anderen Fahrzeugen. Bis gleich. Andere Fahrzeuge. Ich bin an sich immer sehr zurückhaltend, wenn das um Hybridfahrzeuge geht, weil ich nicht so hundertprozentig dahinter stehe, dass Hybriden wirklich eine Lösung sind. Daher berichte ich meistens mehr über rein elektrische Fahrzeuge. Nur ich habe gedacht, dass so ein paar Informationen darüber ganz interessante News gewesen. Und zwar Rover bietet jetzt einen Hybrid an, der ungefähr 40 Kilometer elektrisch fahren kann. Kommt dann auch auf die Witterungsverhältnisse wie beim normalen E-Auto an. Naja, gut, es ist immerhin ein Anfang. Rover baut aus meiner Sicht hübsche Autos. Ich mag und finde es gut, dass sie eben jetzt auch dort in die elektrische Schiene mit reingehen. Es ist immerhin ein Anfang. Ja, dann kommen wir zu Porsche. Und Porsche hat 60% seiner Panamera in Europa als Hybrid verkauft. Man muss sich vorstellen, die haben ja eine ganze Palette an verschiedenen Motorenvarianten. Die Menschen wollen elektrische Fahrzeuge haben. Die Menschen kaufen Hybriden, weil sie eben auch unsicher sind, ein rein elektrisches zu kaufen. Nun gibt es auch kein Porsche rein elektrisch. Der kommt ja raus, bin ich ja gespannt drauf. So ein Panamera ist ja ein hübsches Auto, insofern warum nicht? Beeindruckend ist auch, dass in Norwegen und in Belgien, also in Norwegen 90%, in Belgien über 90% der Bestellungen diese Hybriden waren. Finnland und Frankreich und Österreich zwischen 70 und 85%. Also riesige Anforderungen eben an elektrisch fahrenden Fahrzeugen. Ganz interessante Sache, muss ich. So, dann kommen wir als nächstes, kommen wir zu Audi. Der Audi e-tron macht Testfahrten jetzt, 95 Kilowattstunden die Batterie, eine Reichweite von 500 Kilometern. Ich glaube, ja, ob das nun die europäische Reichweite ist, dann wäre das wie ein Model S 75 ungefähr. Ich glaube nicht, dass mit den 95 Kilowatt gerade so ein SUV braucht immer ein bisschen mehr. Also aus dem Grund, also so wie ein Model S würde ich sagen, 75, vielleicht ein bisschen weiter, aber nicht wesentlich. Als nächstes Fahrzeug der Polestar. Der Polestar ist ja ein Ableger von Volvo, soll sich auf elektrische Fahrzeuge kümmern. Hübsches Auto, ist ein Hybrid, aber anders als die anderen Hybriden soll dieses Fahrzeug 150 Kilometer elektrisch fahren. Und 150 Kilometer elektrisch wiederum ja, deckt fast alle Kurzstrecken ab. Also das ist ein Hybrid, wo ich sagen muss, ja,
Dieser Hybrid kann als elektrisches Fahrzeug innerhalb der Städte ohne weiteres fahren. Und auf Langstrecke hat er dann den Benzinmotor dazu. Ist eine Möglichkeit. Ich glaube, trotzdem sollte man auf ganz elektrisch gehen, aber rein vom Sinn her ist so ein Fahrzeug natürlich wirklich sinnvoll, denn 150 Kilometer und lass selbst 90 Kilometer oder 100 Kilometer real sein, bringen einen zu jedem Punkt hin, wenn man dort auch wieder laden kann. Also da ist das wirklich schon ein Fahrzeug, was man nutzen kann, elektrisch. Ja, der chinesische Hersteller Baidu hat ein SUV angekündigt, 500 Kilometer. Da gibt es auch so ein paar Dunkelbilder oder so. Soll starten, also 500 Kilometer realistische Reichweite für das Fahrzeug mit der großen Batterie, mit der kleinen Batterie 350 Kilometer und 40.000 Euro. 40.000 Euro ist schon ein Fahrzeug in einem Range, was interessant wird. Vielleicht nicht, also jetzt sagt jeder, ja Mensch, 40.000 ist auch ganz, ganz viel Geld, stimmt. Aber wenn diese Fahrzeuge verkauft werden, dann gehen sie ja als Gebrauchtwagen nachher auf den Markt und sind nach kürzerer Zeit dann auch unterhalb von 30.000, 20.000 Euro nachher. Insofern eine wirkliche gute Sache, so Autos um die 40.000 Euro. Als Neuwagen natürlich problematisch, aber als Gebrauchtwagen eben schnell auch in Richtung 20.000 Euro, wo dann doch die Masse sich solch Fahrzeug gebraucht dann auch kaufen kann. Also insofern super. Allerdings glaube ich, dass die sich auf den chinesischen Markt fokussieren werden, denn dort ist der Druck am größten. Ja, denn Daimler liefert den ersten elektrischen LKW in Deutschland aus. Fährt allerdings nur 100 Kilometer. Ja, in der Umgebung, wenn man sagt, ja Mensch, ich mache Lieferungen in der Umgebung, habe irgendwie einen Radius von 20, 30 Kilometer, dann ist das, glaube ich, in Ordnung. Dann kann man damit seine Auslieferungen auch ohne weiteres bestreiten. Also insofern eine gute Sache. Auch Daimler kommt mit elektrischen LKWs. Ja, und dann ein weiterer Konkurrent, Thor, wie der griechische Gott, zu dem Tesla LKW. Hübsch finde ich ihn nicht. Der Tesla LKW ist ja auch nicht ein super hübsches Auto, aber gut. Die Frage ist, ob solche Fahrzeuge oder also ob die Herstellung wirklich nachher erfolgt. Faraday ist ein Beispiel und andere Start-ups, die es dann nicht geschafft haben. Trotzdem ist es natürlich gut, wenn mehrere Konkurrenz auf die oder mehr Konkurrenz auf den Markt kommt, um das Angebot einfach größer zu machen. Der Bedarf ist riesig bei LKWs. Also insofern mehr Angebot kann überhaupt die Nachfrage nachher auch dann decken. Das war's vom zweiten Teil. Wir kommen jetzt gleich zum dritten Teil. Jetzt beim dritten Teil fangen wir wieder mit Tesla ein bisschen an, aber das geht darum, wer ist der Umweltprimus? Bei einer Befragung wurde gefragt, welches Fahrzeug oder welcher Hersteller ist für Sie der umweltfreundlichste Hersteller, wenn es um Automobilität geht. Und dort ist Tesla als erstes genannt worden, mit Abstand. Dann kommt Toyota und danach kommt BMW. Das hat sich geändert in den letzten Jahren. Früher war das Toyota VW, so wie es eben auch in den Verkaufszahlen sich wieder gespiegelt hat. Jetzt sind die Leute und sagen, Mensch, ja, Tesla ist umweltfreundlich. Beim Nachfragen, ob dadurch auch ein Elektroauto angeschafft wird, wurde allerdings gesagt, dass bei den Elektroautos ja die Reichweite und die Ladezeit zu lange ist von den meisten Menschen dort. Und so 18% haben gesagt, könnten sie sich vorstellen, ein Elektrofahrzeug zu kaufen. 45% oder 50% tendieren zu einem Benziner und nur noch 18% zu einem Dieselfahrzeug. Wenn man bedenkt, dass früher ja das halb und halb war, also 50% Diesel, 50% Benziner, dann sieht man schon ganz klar, dass die Diskussion in der Öffentlichkeit und die Abgasproblematik sich doch niederschlagen auf die Fahrzeugverkäufe.
Ja, als nächstes kommen wir zur Umweltprämie. Immer diese Umweltprämie finde ich fürchterlich, da man Leute, also Firmen ausgrenzt systematisch, wie Tesla versucht auszugrenzen von so einer Prämie. Und generell aus meiner Sicht sind Prämien nicht zielführend. Zielführend sind Vergünstigungen, die sind freies Parken, Nutzen von Wegen, die andere We nicht nutzen dürfen, gute Infrastruktur, dass man laden kann, das ist wirklich eine Förderung. Da sollte man sich drauf fokussieren und nicht 2, 3, 4.000 Euro irgendwie geben. Das sehe ich nicht als das Ziel, wie man Leute bewegen kann. Und im Endeffekt ist das, entweder ist das Auto gut oder ist das Objekt, was man haben möchte, gut, dann kauft man das. Und wenn das Objekt nicht gut ist, dann kauft man das nicht. Egal, was man für Prämien oder sowas anbietet. Daher, Prämien sind nicht das Optimum. Aber zurück zur Prämie. Die SPD möchte gerne jetzt Nutzfahrzeugen und Taxis 8.000 Euro Prämie zukommen lassen, wenn sie ein elektrisch betriebenes Fahrzeug nutzen. Na gut, wenn es denn so ist, dann soll es so sein. Ja, dasselbe macht auch Kanada. Ontario oder der Bezirk Ontario gibt eine Prämie bis zu 75.000 Dollar, wenn ein elektrischer Truck angeschafft wird. Das ist natürlich schon erheblich, wenn man sich anguckt, so ein Truck kostet um die 200.000 Dollar. Und 75.000 Dollar kriegt man als Subvention, dann ist das, treibt das natürlich die Leute zu elektrischen Trucks. Ja, die Frage ist, ob überhaupt geliefert werden kann. Tesla hat zwar jetzt den Wagen vorgestellt, aber 2020, also ein bisschen dauert das noch und ich weiß nicht, wie lange so eine Prämie läuft. Dann kommen wir nach Amsterdam. Amsterdam hat ja in Schiphol eine Flotte von elektrischen Taxis, also Teslas, dort betrieben. Jetzt werden diese Teslas erneuert. Das heißt, es ist sehr positiv angekommen mit dem elektrischen Fahren. Und ich glaube, da sind eine ganze Serie neue Fahrzeuge bestellt worden, was wiederum auf den Gebrauchtwagenmarkt ja, einige 50 oder so Teslas wieder raufspült, die gebraucht gekauft werden können. Und dadurch das Angebot einfach von elektrischen Fahrzeugen in einem niedrigeren Preissegment erhöhen wird, da eben Gebrauchtfahrzeuge einfach günstiger sind. Und sind nicht viele, also bei den ganzen Fahren und so ein Taxiunternehmen fahren ja viel, ist nicht viel Defekts aufgetreten. Das heißt, die Fahrzeuge sind sehr, sehr robust und sehr zuverlässig gefahren. Dann kommen wir zu Fastnet. Fastnet ist ja ein großer Tankstellenbetreiber für elektrische Autos, also Ladestation. Und die haben ja auch Ladestationen mit 150 Kilowatt schon. Und jetzt haben sie am Kapitalmarkt 12,3 Millionen eingesammelt, um eben neue Ladestationen zu bauen. Super. Also Fastnet, vor allen Dingen hat Fastnet, und das ist ein Unterschied zu den meisten, selbst zu Tesla, die haben immer Dächer über ihre Ladestellen. Weil wenn man dort hin will und anstecken will, und das ist schlechtes Wetter, dann steckt man ja an, dann muss man sich autorisieren bei den Ladern. Bei Tesla brauche ich ja reinstecken, aber bei den anderen muss ich mich ja autorisieren. Und das kann eben, wenn das nicht so gut läuft, auch einen Augenblick dauern. Und wenn man dann ein Dach über dem Kopf hat, finde ich schon super. Also schicke Sache, klasse, Fastnet ist genau in der richtigen Richtung unterwegs. Und als letzten Punkt ist Continental. Continental hat ein schnurloses Ladesystem, was beidseitig, also bidirektional, so wie das Honda-System, nur mit Kabel, aber das eben Laden und Entladen eines Fahrzeugs als Puffer eben genutzt werden kann, jetzt entwickelt und bringt das jetzt heraus und möchte das vertreiben. Auch das eine gute Entwicklung. Inwieweit man dieses Bidirektionale nutzt, ist natürlich, muss man sehen in der Zukunft, aber super, wenn so etwas hergestellt wird.
Und zum Schluss komme ich natürlich wie immer zu meinem Weiterempfehlungslink. Ich bin ja immer noch daran am Kämpfen, so einen kleinen Mini-Tesla für den Kindergarten zu kriegen. Naja, mal schauen, ob wir das irgendwann hinkriegen. Sobald das der Fall ist, werde ich natürlich darüber berichten und was erzählen. Wie weit ich filmen darf, hatte ich ja vorher schon gesagt, das weiß ich noch nicht. Und wie ich das denn organisiere mit der Übergabe, muss ich mir auch nochmal anschauen. Das war's wieder mit den Tesla-Fan-Nachrichten. Denkt dran, die UK-Videos kommen jetzt raus. Schaut sie euch an. Ich finde sie super. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan.